Geheimnisse können aus einem guten ein großartiges Spiel machen. Looks like we got company. Willkommen zu WatchMojo Deutschland. Heute präsentieren wir dir unsere Top 10 Videospiele mit den meisten Easter Eggs. The Order has foreseen it. Um auch in Zukunft die besten Videos nicht zu verpassen, abonniere uns und aktiviere die Glocke. In dieser Liste sehen wir uns die Spiele an, in denen mehr Überraschungen versteckt sind als erwartet. Unsere Auswahl beruht auf Quantität, Art der Verstecke und dem Nutzen für den Spieler. Nummer 10. Bayonetta. Bayonetta ist nicht gerade subtil, liefert uns aber eine großartige Hommage an die Spiele und Filme, die es inspiriert haben. Wenn man das Grab von Joe Red Hot oder das Schild für Movieland nicht auf Beautiful Joe bezieht, dann spätestens, wenn Bayonetta den kultigen Slogan ruft. Barkeeper Rodin bezieht sich gelegentlich schelmisch auf Resident Evil 4. What are you buying? Heard that in a game once. Man kann auch den Original-Soundtrack von Segas Afterburner und Space Harrier auf zwei Ebenen freischalten und erhält einen Remix der Songs. Oberstleutnant Kilgore aus Apocalypse Now wurde sogar mit Waffen und einem Kostüm geehrt und seine goldene Schallplatte spielt Wagners Walkürenritt. Nummer 9. Assassin's Creed Serie. Die Assassin's Creed Serie hat so ziemlich alles für fündige Spieler versteckt. Von biblischen Plagen bis hin zu Truthahn-Assassinen. Im ersten Spiel haben die Entwickler Balkone eingebaut, die wie Optimus Prime in seiner Truck-Gestalt aussehen. Assassin's Creed 4 Black Flag enthält eine Menge versteckter Dialoge, einschließlich eines Jokes aus The It Crowd. Have you tried turning it off and back on again? Origins verweist mit dem Lagerfeuer auf Dark Souls und hält versteckte Laptop-Einträge von Watch Dogs bereit. Und eine Version von Arya Starks Schwert Nadel und der Anweisung, durchbohre sie mit dem spitzen Ende. Selbst Doctor Who's TARDIS erscheint in Origins auf dem Grund eines Sees. Nummer 8. Dying Light. Dying Light ist so schnell, dass man sich versteckte Schätze gar nicht vorstellen kann. Die Entwickler bildeten die Loot-Höhle von Destiny nach und der Spieler kann seine eigene Legende aufbauen und Beute machen. Eine versteckte Warp-Pipe transportiert den Spieler zu einer Super Mario Bros. Nachbildung der 1:1 Welt, inklusive Goombas und verstecktem Block. Ein Poster in Dying Light enthält einen QR-Code, der auf eine reale Webseite verweist, auf der die Hintergrundgeschichte von Heron City erzählt wird. Die Klicker von The Last of Us und die kämpfende Vegetation von Plants vs. Zombies gibt es ebenfalls. Nummer 7. Call of Duty Serie. In den früheren Call of Duties waren gefährliche Teddybären und tanzende Nazis zu sehen und die Serie hat seitdem nicht wirklich nachgelassen. Teddys sind in den meisten Spielen versteckt, einige tragen Waffen, andere veranlassen Lieder. Das Menü von Call of Duty Black Ops ermöglicht den Zugriff auf einen Computer, um einen 2D-Shooter und das Text-Adventure Zork zu spielen. Die Enthauptung aller Schaufensterpuppen innerhalb von 15 Sekunden in Nuketown schaltet in Black Ops Musik frei und eine Version eines der frühesten Spiele von Activision, Pitfall, in Black Ops 2. In Black Ops 3 werden aus den Schaufensterpuppen die weinenden Engel von Doctor Who. Nummer 6. Just Cause 3. In Just Cause 3 wird man mit Referenzen regelrecht überschüttet. Thors berühmten Hammer Mjolnir kann man nicht einmal mit einem Fahrzeug bewegen. Das Smoke Monster von Lost greift Menschen an, die sich in der Nähe von Hurleys Bus auf einer Insel befinden. Mit dem Mini-Stargate auf einer Karte kann man sich an verschiedene Orte des Spiels teleportieren. Und hilft man einem Hund nach Hause, wird der Dodge-Mode freigeschaltet. Just Cause greift auch in die Diskussion blaues oder weißes Kleid ein, indem zwei Frauen Kleider mit alternierend beiden Farben tragen. Nummer 5. The Witcher 3 Wild Hunt. A fairy tale on gluttony for modern times. Von Monty Pythons Killerkaninchen in eine ganze Märchenwelt hinein. The Witcher 3 hat viele Überraschungen zu bieten. Die drei kleinen Schweinchen kämpfen in einem Haus aus Stein und auch das Stroh- und Holzhaus tauchen in der Erweiterung auf. Eine Nebenquest mit Faustkampf verweist mit der Figur Durden the Taylor auf Fight Club. In einer Erweiterung trifft man auf eine Gruppe von Kriegern, die unablässig die Warboys von Mad Max Fury Road zitieren.
Es gibt sogar ein paar super witzige Easter Eggs, die überhaupt keinen Bezug haben, sondern uns auffordern, während der fleischlichen Sündenquest die Genitalien zu überprüfen. His genitals. We ought to inspect those. I see. You clearly find gonads fascinating. I fear I don't share your passion. Nummer 4. Borderlands 2. Der Humor von Borderlands 2 ist auch in ihren Easter Eggs zu finden, inklusive dem Audioclip, der dem Double Rainbow Video gewidmet ist. Perfect Double Rainbow all the way! Auf dem Gebiet der Wächterruinen findet man zerstörbare Minecraft-Blöcke, die zu einer Höhle voller Creepers führen. Man kann während des Spiels auch mehrere QR-Codes scannen, die Dankesnachrichten und Captain Picard-Zitate schicken. Eine Pizzalieferung führt sogar zu einer Gruppe von Mutanten, die nach ziemlich berühmten Ninja Turtles und ihrem Meister benannt sind. Unter den vielen Videospielreferenzen ist auch Donkey Mong, ein mit Fässern umherwerfender riesiger Gegner. Nummer 3. Grand Theft Auto Serie. Im Gegensatz zu anderen war den Schöpfern von Grand Theft Auto schon immer klar, dass Spieler auch nach verborgenen Inhalten suchen, die es vielleicht gar nicht gibt. San Andreas und Grand Theft Auto 3 enthalten Zeichen, die nur die Spieler täuschen und sie in sinnlose Gebiete locken sollen. Die vielleicht berühmteste ist die Statue of Happiness aus GTA 4 mit einem klopfenden Herz. Und fliegt man in GTA 5 mit einem Helikopter im Raton Canyon umher, entdeckt man zwei Frauen, die wie Thelma und Louise über den Abgrund fahren. Wir haben übrigens bereits zwei Top 10 Listen Easter Eggs gewidmet. Die solltet ihr euch auch unbedingt anschauen. I swear it's just this guy. Look man, can you just lose the cops? Nummer 2. Batman Arkham Serie. Hey Sharpie, you getting my good side? In Anbetracht dessen, dass der dunkle Ritter schon seit fast 80 Jahren dabei ist, hat Rocksteady Studios mit Easter Eggs in seiner größten Spielserie nicht geknausert. Den Justice League-Schurken Starro findet man in einem Tank und verändert man während des Spiels die Systemuhr, dann gibt Calendermans Stimme einen Hinweis auf spätere Spiele. Starting with seasons and moving through the weeks, I became stronger. In jedem Spiel kann man sogar Hinweise zu Batmans Story finden. Und wieder haben wir eine Top 10 Liste, die dem Besten der Serie gewidmet ist, die ihr euch unbedingt anschauen solltet. Und bevor wir zu unserer Top 1 kommen, hier ein paar lobenswerte Erwähnungen. I'm in a box. A cardboard box? Why are you... I don't know, I was just looking at it and suddenly I got this irresistible urge to get inside. Nummer 1. World of Warcraft. Blizzard hat World of Warcraft über die Jahre immer weiter aufgemotzt. Kein Wunder also, dass auch Stars wie Robin Williams verewigt wurden. Good day to you. Selbst der berüchtigte Leroy Jenkins hat seinen eigenen NPC, der ständig in den Kampf zieht. Wie schon in vielen Spielen zuvor, sieht man auch in World of Warcraft die Stahltür von Lost. Und es gibt eine Parodie auf die Anzahl der Folgen. Bambi und Co. erscheint mit copyright-freundlichen Namen und das kleine Reh rächt sogar seine Mutter. Unter den versteckten Ereignissen sind die unheimlichen Kinder von Goldhain, die die Stimme von K'Toon anrufen, wenn man ihnen lange genug folgt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. You will die. Stimmst du unserer Auswahl zu? Für noch mehr Top 10 abonniere einfach WatchMojo Deutschland.